Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pen & Paper Berlin Fallen, unserem Original. Die gute Rico und der Julian spielen Sandra Berger und Simone Giordano, die sich in der letzten Episode zusammengefunden haben und haben sich gerettet. Und als nächstes sind sie auf dem Weg zur Polizeistation und die gute Berger hat wohl einen Plan und die erklärt uns jetzt, wie es weitergeht. Naja, also wie gesagt, mein Dienstwagen, da sind noch Waffen drin, Sturmgewehre, da haben wir schutzsichere Westen, da können wir uns da drin ausrüsten. Außerdem möchte ich gucken, wie es mit meinen Kollegen aussieht und ob hier in den Zellen dort noch Leute eingesperrt sind, denen wir helfen müssten. Ich drücke ihm natürlich erstmal die Machete in die Hand, die zweite, die ich mitgenommen habe. Machete, check. Wichtig. Genau, und würde fragen, ob er hier bleibt oder ob er mitkommt. Ja, Simone hält die Machete in der Hand, schaut dich entgeistert an, schaut zur Polizeistation und was machen wir danach? Wohin gehen wir dann? Ich habe keine Ahnung. Hast du wirklich keine Ahnung? Oder ganz kurz OC-Frage, hat der Charakter keine Ahnung oder hast du als Spieler gerade keine Ahnung? Doch, er jetzt, ja. Ja. Also der Spieler hat gerade noch nicht so weit gedacht. Also, okay, ich sag's nur. Ich habe natürlich eine Idee, wo wir danach hingehen könnten, aber soweit sind wir noch nicht. Also soweit ist sie auch noch nicht. Glaube ich, sie denkt gerade Step by Step natürlich... Ja, aber ich weiß, wo es ist. Also was die Polizeiwache auch für Simone tatsächlich sehr interessant machen könnte, ist, dass hier ein sehr hoher eiserner Zaun ist und keine Zombie-Bewegung in dem Gebäude ist. Ja, das sieht man jetzt erstmal. Hinter den Zaun fahren, ja? Ja, ja. Mit dem Auto? Ja. Und die Tür zu machen? Okay. Ich sag, okay, da bin ich dabei. Ich will erstmal, auf keinen Fall alle aber was Auto das, bleiben. Was das Polizeiwache definitiv bedeutet, ist Waffen, Munition und gepanzerte Fahrzeuge. Gepanzerte Fahrzeuge hört sich tatsächlich sehr gut an. Ja. Dafür würde ich auch meinen geliebten Jeep stehen lassen. Wahrscheinlich, ja. Okay, also, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ja, einmal den Eingang 1. Achso, ich möchte euch gerne eine kleine Skizze von aufrufen. Euer Visual müsste sich jetzt verändert haben auf Row 20. Könnt ihr sehen? So, ja, also. Hier, das ist der Haupteingang, ja. Da könnt ihr mit dem Auto nicht vorfahren, aber das Ding ist offen. Also ihr müsst nur es mit der Hand betätigen, aber wenn es zu ist, das kann ein Zombie nicht betätigen, ja. Sagen wir es mal so. Dann habt ihr hier einmal die offizielle, da kann man reinfahren, dafür braucht man einen Schlüssel, entweder den elektrischen. Du hast einen Schlüssel dafür da, ja. Aber du hast da keinen eigenen Autoschlüssel dabei, weil der ist in deinem Spind. Und dann hat man hier das Hauptgebäude, ja. In dem Hauptgebäude ist die Verwaltung. Und dort ist auch die GESA. Für alle, die die GESA nicht kennen, das ist die Gefangenen-Sammelstelle. Wenn man Leute hops nimmt oder irgendwas, die erstmal nicht irgendwie sicherheitsverwahrt werden müssen oder ausnüchtern müssen, die bleiben erstmal in so einer GESA, ja. Das befindet sich auch im Hauptgebäude und da sind alle Büroräume. Dann habt ihr hier die Polizeibusse stehen, 3 Stück, die sind gepanzert, ja. Der eine hat einen Wasserwerfer oben drauf, ja. Ansonsten sind die alle an den Scheiben gepanzert und ist so ein Sixer, ne? Also da passen halt irgendwie 8, 9, das ist halt so eine Mannschaft im Prinzip, 12 Mann. Und dann stehen hier auf dem Parkplatz die einzelnen Dienstautos, ja. Das sind alles 3er bis 5er BMWs, die auch teilweise gepanzert sind und die sind auch ausgerüstet, was auch immer das bedeutet. Und hier stehen Zivilautos von den Polizisten, die wahrscheinlich heute zur Arbeit gefahren sind, im Mix mit beschlagnahmten Autos, was sich in Zehlendorf tatsächlich gering hält. Dann ist hier einmal Parking, ja, da stehen die Autos, die über Nacht irgendwie verwahrt werden müssen, die aufgestockt werden müssen, irgendwas repariert werden müssen und dann habt ihr dort Training und Archiv, ja, also das heißt, da ist ein Schussfeld und dort wird die ganze Ballistik gelagert. Hier habt ihr auch einen Raum, ja, wo ihr euch ausrüsten könnt, wo ihr eure Dienstwaffen sozusagen abends wieder abgebt und ähnliches. Bei dir jetzt theoretisch nicht mehr, Rike, weil Sandra Berger ist jetzt bei der Kriminalpolizei, die darf ihre Waffe sozusagen in Anführungszeichen auch zivil sozusagen führen. Und theoretisch, wenn ihr jetzt eine Schrotflinte haben wollt oder schutzsichere Westen oder einen Helm, das findet ihr eher dort hinten. Ansonsten ist dieses Areal komplett
zu, ja. Das heißt, wenn in dem Areal Zombies sind, sind sie schon drin. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jo, wie wollt ihr es anstellen? Draußen parken, reinlaufen, reinfahren, außen wieder zumachen. Wie wollt ihr es machen? Reinfahren und zumachen, oder? Genau, ja, rein und die Tür zu. Also, ne, den Zaun wieder schließen, das Tor. Okay. Das heißt, ihr fahrt relativ leise hier lang, ja, biegt rechts in die Straße ab. Beim Abbiegen drückst du schon den Knopf. Das Polizeitor öffnet sich. Ihr fahrt rein. Beim Reinfahren schließt es sich schon. Und das orangene Licht, was sich einmal dreht, geht wieder aus. Wo würdest du dein Auto parken? Hier mitten auf dem Feld? Oder es ist jetzt nicht groß wichtig. Es ist nur die Frage, fahrt ihr... ne, also wie wollt ihr euch jetzt bewegen? Was ist euer Plan? Das klingt gut, so vom Hauptgebäude, ne? Genau, im Prinzip direkt vom Hauptgebäude. Ich nehme an, da will Sandra auch hin. Erstmal, genau. Und dann, ich hatte aber auch noch vor, ins Archiv zu gehen und ich würde sagen, wir holen uns eines von den großen Autos, oder? Definitiv ein gepanzertes Auto. Das hört sich gut an, mit viel Wucht dahinter, dass wir, egal was uns den Weg versperrt, da durchfahren können. Dann, wenn ihr so ein Auto haben wollt, ja, und euch mit Waffen ausrüsten wolltet, dann ist dieses Gebäude euer Ziel. Auf jeden Fall, aber erstmal Hauptgebäude checken, dann können wir ja auch noch weiterfahren bis vor dieses Archiv- und Trainingsgebäude. Mhm. Und aber erstmal würde ich das Hauptgebäude checken, weil da ist ja auch mein Spind. Genau, der erste Blick auf dieses, ja. Der erste Blick auf diesen Parkplatz sagt ihr übrigens, weil nur noch 4 dort stehen, ja, dass alle anderen 15 bis 20 Einsatzkräfte rausgerufen wurden. Ja, die sind nicht mehr am Start. Hm? Ja gut, das war ja zu erwarten. Okay, gut, dann Hauptgebäude. So, was ist mit dem Hund? Bleibt der im Auto oder nimmst du den mit? Luna nehme ich mit. Luna nehme ich mit. Was ist mit deiner Tasche und dem Kram? Das lässt du alles im Auto erstmal, nehme ich an. Genau, das lasse ich erstmal da. Was ich mitnehme, ist die Machete und natürlich mein Colt. Das heißt, du hast den Colt am Halfter, am Gürtel, die Machete in der rechten Hand und Luna an der linken? Die Machete würde ich mir auch in den Gürtel stecken. Die Machete würdest du dir auch in den Gürtel stecken? Okay, alles klar. Und wie gehst du da rein, Rieke? Oder Sandra Berger? Ich nehme... Taschenlampe und Pistole? Ich glaube, ich würde tatsächlich Machete in die Hand nehmen, weil ich Angst hätte, dass der Schuss von der Pistole alles anlockt im Umkreis. Und würde tatsächlich die Machete in die Hand nehmen und meine Pistole halt geholstert, also im Holster tragen halt, sodass ich sie auch schnell greifen könnte. Aber primär würde ich es erstmal mit der Machete versuchen und halt in der anderen Hand die Taschenlampe. Ja. Also, dann geht ihr hier sozusagen ins Hauptgebäude, ja, und kommt sozusagen an die Direktion der Dienststelle. Ja, dort gibt es so einen Wartesaal im Prinzip, wo man aufgenommen wird. Und da sind auch die Telefonisten dahinter und die Operator, die sozusagen den Notruf der Zentrale annehmen und weiterleiten. Das sieht aus, als würde das, es ist hier nicht chaotisch oder sowas, aber es sieht aus, als würden diese Arbeitsplätze schnell verlassen. Die technischen Geräte laufen alle, Licht ist auch noch an. Du siehst jetzt im Hintergrund den Fernseher laufen und siehst die gleichen Bilder, die ich vorhin auch, es läuft ohne Ton, aber du siehst jetzt die Bilder, die ich vorhin Simone Giordano beschrieben habe im Fernsehen, das siehst du jetzt auch. Ja, ich würde davor erstmal stehen bleiben und wie gebannt dahin starren und völlig fassungslos sein und so. Ja, ja, take a moment. Es ist so schlimm, Simone? Hast du das schon gesehen? Ich habe die Merkel noch nie so aufgelöst gesehen, sag ich. Es muss schlimm sein. Wo sind alle? Wie? Ich würde zum Funkgerät, also da gibt es ja noch so Funkgeräte oder irgendwie so Kontaktmöglichkeiten. Würde ich einmal durchgehen, Sandra, was ist mein Rang gerade? Mein Polizist? Oberkommissarin wahrscheinlich. Oberkommissarin Sandra Berger hier. Ist irgendjemand hier? Wir sind in der Hauptzentrale. Zwei Überlebende. Ist jemand hier? Ich biete Sandra eine Zigarette an.
Nein, danke, nein, danke. Was euch jetzt beide vielleicht noch interessiert, ja, dass ihr im Fernseher jetzt seht, international, jede Grenze und jeder Flughafen ist dicht gemacht worden, jeder Bahnhof. Es dürfen keine Züge, Busse oder Sachen von einer Stadt in die nächste Stadt fahren, ja. Sie setzen jede Stadt unter Quarantäne und empfehlen Touristen und Leute, die kein Zuhause haben, sich in ihren Botschaften einzufinden, weil die tragen jetzt die Verantwortung für die Leute. Ich würde einmal auf mein Handy gucken, ob da irgendwas mit Netz, ob irgendwas geht. Ich habe das ja wahrscheinlich auf dem Dach schon gecheckt und mir ging es wahrscheinlich so wie Simone, aber ich würde... Jetzt gerade noch nicht. Also wir sind noch in der ersten Stunde, deswegen, nein, hier jetzt geht leider noch nichts. Also da braucht ihr auch nicht auf Glück würfeln. Ihr könntet auf Glück würfeln, wenn ihr wolltet, aber... Man bräuchte eine 1. Es würde euch nicht gefallen, sagen wir es mal so. Dann steht ihr in dieser Direktion. Jetzt hast du die Entscheidung. Einmal nach links gehen, zu den Privat-, zu den Umkleiden sozusagen, ja. Oder nach rechts gehen in das Hauptbüro, wo theoretisch die anderen sein müssten. Ich würde erstmal ins Hauptbüro gehen und gucken, ob meine Kollegen da sind. Natürlich auf das Schlimmste vorbereitet. Aber wir hören nicht, es ist komplett still, ne? Es ist komplett still in dem Gebäude, es ist komplett still. Und als ihr, du folgst dir einfach, ne? Weil du hast ja eh keine Ahnung in dem Gebäude, deswegen du läufst ja eigentlich nur hinterher. Als du den Blick nach rechts reinwirfst, ja, stehst du in diesem Hauptgebäude und du kannst sozusagen schräg runter sehen, ja, in den Flur. Und da siehst du in den Gefangenen-Sammelstelle, ja, da bist du heute Mittag an dem vorbeigegangen, ja, dass in Zelle 1 jemand sitzt und in Zelle 8 sitzt jemand. Ja, nehmen die uns wahr? Wie sehen die aus? Also, in Zelle 8 sitzt eine Dame, die könnt ihr erkennen, die ist schwanger, die sitzt in der Ecke und weint leise vor sich her, ja, und, in Zelle 1, ja, das ist ein, naja, man würde, er sieht aus wie, als wäre er von türkischer Herkunft, ist ein bisschen Hip-Hop-mäßig angezogen, wenn man das sagen kann, ja, und versucht gerade theoretisch mit, ihr wisst gar nicht, was er da in der Hand hält, ein Kugelschreiber oder irgendwas, fummelt auf jeden Fall an dem Schloss rum und er weiß eigentlich selber, dass er nichts machen kann, und aber ja, der hängt da fest und sie haben euch noch nicht bemerkt, beide noch nicht. Hallo? Geht's Ihnen einigermaßen gut? Ich will erstmal zur Schwangeren gehen. Also du bist noch nicht da, ja? Du müsstest die Treppe runtergehen und dich dann immer noch entscheiden, ob du links sozusagen lang gehst oder rechts lang gehst, weil sie sind ein bisschen voneinander entfernt. Okay, dann würde ich sagen, wir machen erst die Ausrüstung und lassen die, also wir gucken uns erst den Rest an und kümmern uns danach um die Leute irgendwie, weil ich weiß nicht, ich würde die ungern jetzt erst auslassen und dann laufen wir da noch viel rum irgendwie. Würde ich, glaube ich, zuerst zu meinem Spind dann doch gehen. Ich dachte, du meintest da, wo die Kollegen sitzen würden, wenn noch welche da wären. Nee, das nicht. Aber du siehst keine Kollegen. Ich meine, aber ist das eine gute Idee? Das sind doch Kriminelle. Die sind doch sicher gefährlich. Willst du die hier drin verhungern lassen? Die eine ist schwanger. Okay, das wusste ich nicht. Ich kann mit dieser Situation noch nicht umgehen, ja. Sag ich. Sagen wir es mal so. Ich meine, es sind Menschen, wir müssen denen doch helfen, wir können die doch nicht hier drin sitzen lassen. In der Gesa würdest du zum Beispiel auch sitzen, wenn da gerade gewartet wird, wenn du sagst, ich habe nichts getrunken und der sagt, wir machen einen Bluttest und du wartest auf das Ergebnis des Bluts, dann würdest du auch da drin sitzen. Ja? Nur, dass du Bescheid weißt, so viel zu kriminell. Ich konnte mich bis jetzt immer noch da rausreden, ja, und kriminell ist man nur, wenn man erwischt wird. Ach so, okay. Ja. Ist das ein Spruch, den du von Toni gelernt hast? Okay. Nee, von meinem Vater. Naja, okay. Genau, nee, also ich würde jetzt erst doch zu meinem Spind gehen und meine Sachen aus dem Spind holen und halt irgendwie, weiß ich nicht, ja, Schlüssel, zentrale Schlüssel, mit denen man hier Sachen aufschließen kann. Also so einen zentralen Schlüssel gibt es hier eigentlich nicht, sondern du hast so einen Opener, ja, und hast für gewisse Sachen hast du einen Zugang und hast halt nicht. Aber in deinem Spind ist auf jeden Fall dein Wohnungsschlüssel, den hast du jetzt wieder, und vor allen Dingen dein Autoschlüssel, und es ist das erste Auto hier, ja. Das habe ich jetzt nur markiert. Während du dort stehst, ja, hörst du plötzlich über dir, eine Etage über dir, so etwas schiebende und langsam wandernde Schritte. Über uns ist was?
über uns, über euch ist nur noch theoretisch ein Flur weiter die Gefangenensammelstelle. Also hier, ja, hier ist die, hier, das ist ein Flur. Den markiere ich jetzt einmal lang, ja. Da ist die Gefangenensammelstelle. Okay. Und hier drunter, eine Etage drunter, da sind die Umkleiden, eure Umkleiden. Und wenn ihr oben sozusagen reingeht, kommt ihr hier in das Hauptbüro rein und könnt dann da rangucken und reinkommen. Aber ihr könnt auch von hier den Flur entlang gehen. Aber das ist doch da, wo die Leute eingesperrt sind, richtig? Korrekt. Und da kommen schleifende Geräusche her. Okay, gut zu wissen. Alles klar, okay, ich hole mir erstmal meinen Kram, steck mir den ein, und ja, würde dann sagen, der, also hier, Simone hat es auch gehört, ne? Ja, 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 das hört ihr beide. Nicht nur gehört, ja, er fängt jetzt an, im Prinzip so hinter dir zu laufen und sich so ein bisschen hinter Sandra zu verstecken. Ja, okay. Ja, wenn du dich umdrehst, ja, und ihn dabei siehst, dann guckt er so ein bisschen ertappt und stellt sich dann so ganz cool und pseudolässig hin und ja. Okay, wir müssen da trotzdem hin, weil wir können die Leute nicht hier lassen. Egal, was da oben ist. Nimm lieber deine Machete. Wir wollen nicht, falls noch mehr hier sind, dass wir hier anlocken, ja? Machete? Ich zieh den Colt aus meinem Halfter. Hiermit kann ich wenigstens umgehen. Okay, dann bleib hinter mir. Wenn ich es mit der Machete nicht hinkriege, schießt du, aber nur im Notfall, okay? Okay, das hört sich nach einem klugen Plan an. Okay, und im Moment, wo ihr das abgesprochen habt, ja, hört ihr eine Etage über euch ein lautes Kreischen. Scheint aus Richtung Kabine 8 zu kommen. Die scheint was gesehen zu haben, was ihr nicht passt. Ja, okay, also ich würde leise nach oben gehen. Oder zu dieser Gefangenensammelstelle. Mhm. Also schleicht ihr die einmal die Treppe hoch, öffnet leise die Tür zu dem Flur und ihr seht es im Flur. Vor der Kabine 8. Ein Zombie hängt ja mit den Armen in diesen Gitterstäben, ja, und versucht nach ihr zu greifen. Und die Schwangere steht halt da und kreischt halt ab. Während ihr guckt, ganz kurz, ja, du guckst in den Flur hinein. Ein Spot Hiddenwurf für Simone, bitte. Man hört dich nicht. So, da ist er. Und natürlich eine 89, nicht geschafft. Simone. Dann kriegst du nichts mit. So, aber ja, was machst du, Rieke? Du hast den Trigger. Ich versuche mich anzuschleichen. Und in der Hoffnung, dass er durch das Geschrei so abgelenkt ist, dass er mich nicht wahrnimmt, wenn ich mich langsam auf ihn bewege und würde versuchen, den Kopf abzuschlagen. Oder dann einzuschlagen. Dann einmal Sneak mit Advantage, bitte. Durch das Kreischen der Frau. Alter. Du könntest Glück einsetzen. Ist mir noch zu früh. Du könntest Glück einsetzen, du bräuchtest einen Punkt. Okay, der eine ist es wert. Okay, ich gebe einen Glückspunkt aus, um mit 50-50 diesen Wurf zu schaffen. Mein Gott. Es ist getan. Der Wurf ist geschafft. No refunds. Ja? Der Zombie hört dich nicht und du kommst von hinten an und du schlägst mit der Markete zu, ja, und der Zombie kommt zurück und du merkst, ja, okay, das bedarf auf jeden Fall Übung. Du brauchst nämlich noch einen zweiten, um den Kopf abzutrennen. Und dann sackt der Zombie einfach so. Und die Frau guckt dich an und sagt, bitte hol sie mich hier raus. 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 Bitte. Ganz ruhig, ich verstehe ihre Situation. Ich muss das auch erstmal verarbeiten, aber sie müssen leise sein. Die reagieren auf Geräusche. Also, ich hole sie hier raus. Ich habe einen Schlüssel dafür, oder? Und also du hast keinen Schlüssel dafür. Aber der Zombie, der vor dir liegt, den du gerade hast, hat auf jeden Fall an seinem Gürtel einen riesigen Schlüsselbund, wo bestimmt 30 Schlüssel dran sind. Während du die bückst, um diesen Schlüsselbund aufzuheben, ja, ruft aus Zelle 1 einer, Yo, hier ist auch noch jemand, ich brauche auch noch Hilfe. Yo, hey Leute, komm mal her, hilft mir, ich brauche auch Hilfe. Ja, okay, ich würde mir den Schlüsselbund schnell an mich nehmen, aber ich würde halt rüberlaufen. Leise.
Sie sagt, hey, lassen Sie mich doch erst raus, bevor Sie dem anderen helfen. Bitte, 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 lassen Sie mich raus. Sie haben keine Waffe, wenn Sie angegriffen werden, haben wir ein Problem. Ganz ruhig, ich bin gleich wieder da. Und wo gehst du hin? Naja, in Richtung 8. Du bist vor 8, Entschuldigung, du willst zur 1, ja? Ach so. Du bist vor der 8 bei ihr und sie sitzt in der 8 und in der 1 sitzt der Dude. Dann würde ich zu 1, leise zu 1 bewegen. Du gehst langsam zu 1, ja? Und du siehst halt diesen Hip-Hop-Guy, ja? Und er sagt so, hey, endlich ist hier jemand. Mann. Hey, bitte, bitte lass mich raus. Was ist denn da draußen los? Ist hier noch jemand? Schleicht hier noch ein Infizierter rum? Hier laufen schon noch ein paar. Das sind alles Bullen. Die bewegen sich wie Zombies, als wären wir hier mitten in The Walking Dead. Was soll das denn? Hol mich hier jetzt raus! Hol mich hier jetzt raus! Du bist Polizeibeamtin, ich hab dich vorhin nie gesehen, du musst mich jetzt rausholen! Wo ist Simone gerade? Simone steht gerade im Flur und schaut links und schaut rechts und will nicht, das sorgt, glaube ich, dafür, dass nicht die Treppe hochkommt. Genau, ich bewache die Tür. okay, ja, ich fummel an dem Schlüsselbund rum. Ich dachte, er ruft, dass da ein Zombie ist, deswegen dachte ich gerade, ich steige erst dahin. Okay, ich suche neben den Schlüsselbund und suche den richtigen Schlüssel raus und rauslassen. Und ich sage, es ist vielleicht schwer zu glauben, aber wir sind hier wirklich mehr oder weniger in The Walking Dead und passen Sie wirklich auf Sie auf, es ist super gefährlich da draußen. Er sagt, Schwester, lass mich jetzt raus. Und du guckst jetzt, ja, und irgendwann hast du den richtigen Schlüssel identifiziert für diese Gieserzellen, ja. Und du siehst auch Schlüssel 1 und du siehst Schlüssel 8. Ich würde gerne aber einmal auf Psychologie würfeln, ob der Typ mir irgendwie risky vorkommt oder ob er einfach nur in Panik ist, so wie die andere Frau. Er wirkt, als wäre er wirklich in Panik, weil er hat schlimme Dinge gesehen. Aber jetzt nicht so, dass er mich irgendwie angreift, wenn ich ihn rauslasse. Es sieht nicht danach aus, als würde er versuchen, dich zu überwältigen, weil dann bist du die Frau mit Machete und Pistole. Aber ich würde gerne noch einen Spot Hidden Wo von dir sehen. Bitte mit Disadvantage. Weil du hast gerade Schlüssel durchsucht, ja, und schade. Nicht geschafft. 5 auf jeden Fall. 9. Schade. Auf jeden Fall hast du dieses Schlüssel gerade in der Hand, ja, und hältst in den einen Finger den Schlüssel für die 1 und in den anderen Finger, so ein paar Zentimeter entfernt, den Schlüssel für 8. Und das ist der Moment, wo im mittleren Flur, also nicht weit von der Treppe entfernt, durch die Scheibe etwas durchgesprungen kommt. Ja. Oh no! Durch die Scheibe springt etwas durch, ja, und du siehst, es ist ein Polizeibeamter, dessen Kopf komplett einmal verdreht ist, ja, und sich gerade versucht zu orientieren. Du hast jetzt die Wahl, die 1 aufzumachen oder ihn dort zu lassen, weiter zu rennen in Richtung Treppe und die 8 aufzuschließen und damit wegzukommen. Oder wahrscheinlich gegen diesen Zombie kämpfen zu müssen. Oder du hast eine andere Option für dich. Julian hat noch eine Anmerkung. Wenn du sagst, nah bei der Treppe, ist es dann nah bei mir? Also ich bin ja auch bei der Treppe. Also ich markiere jetzt mal gerade die Reihenfolge, wie es aussieht, ja? Also hier ungefähr ist die Treppe. Ja, hier ist die Treppe. Hier ist die 8. Hier ist die 1. Und hier kam es gerade durch die Scheibe. Ja, also ich bin näher dran, ja, als Sandra. Du bist näher dran, aber ihr seht es auch erst, als es hier durch die Scheibe kommt. Und es kam von einer Etage drüber. Ich kann die Leute nicht hier lassen, das geht nicht. Und wenn ich das jetzt aufschließe und weglaufe, die sind nicht bewaffnet, der Typ läuft uns hinterher. Ich glaube... Also entweder nimmst du den Kampf an, ja, das sage ich jetzt, also so bedrohlich wirkt die Situation auf euch beide, entweder kriegt ihr die Situation im Kampf gelöst oder ihr versucht wegzulaufen, aber dann schafft ihr maximal eine Zellentür zu öffnen. Und das ist ich würde sofort handeln und weiß auch, was ich machen würde. Okay, dann Andrea. Wer hat denn den höheren Geschicklichkeitswert von euch? Ich habe eine 80. Das ist höher als meine 66. Das ist höher als deine 66. Dann hat Rieke zuerst das Wort, was sie jetzt machen möchte. Die Situation ist für euch gleich, ja? Also du hast beide Schlüssel in der Hand. Das heißt, du kannst entscheiden, ich würde dir erlauben, eine Tür aufzuschließen und dann noch sozusagen genug Zeit zu haben, um im Treppenhaus zu verschwinden. Ja, nur just saying.
Also wenn ich zur 8 laufen würde, müsste ich ja wieder ein Stück, ich müsste ein Stück Richtung Zombie laufen, ne? Und richtig, richtig, richtig. Bin. Hier, ne? Dahin willst du dann. Von da nach da. Und das Viech war schnell, das habe ich ja gesehen, ne? Das Viech ist relativ schnell durch die Scheibe gekommen. Aber ihr kennt sie halt auch noch nicht. Ihr wisst noch nicht genau, was sie machen. Ja, sie fragt, ob ihr euch jetzt schon auf den ersten Kampf mit so einem Vieh einlassen wollt. Ihr habt Macheten und ihr habt Schusspatronen. Ja, für mich ist es irgendwie immer noch das Ziel, beide Leute hier rauszukriegen. Ich würde jetzt hier, ich bin noch an dem Punkt in meinem Leben, dass ich die Leute nicht zurücklasse und würde halt meine Machete ziehen und mich kampfbereit machen, aber erstmal noch nichts machen. Also ich würde erstmal warten, wie dieses Vieh reagiert. Also würde ich praktisch, okay. Ich bin kampfbereit, aber ich agiere jetzt noch nicht. Das heißt, jetzt ist Simone dran einfach. Also ich bin einfach kampfbereit. Simone, du hast dieses Vieh dich schon zweimal bewegen sehen. Für dich ist klar, ja, mit einer Machete kommst du wahrscheinlich nicht weit bei diesem Vieh. Ja, ich würde mich schreiend in die Mitte des Ganges stellen und anfangen zu schießen. Ja, also kill it with fire im Prinzip. Ja, das wäre der Impuls. Dann mach doch mal einen Wurf, wie gut du es triffst. Success. Getroffen. Mit einer 69 zu 70. Mit einer 69 zu 70, knapp getroffen, ja. Du triffst es und in so einer Runde, ich meine, es ist ja nicht nur ein Schuss, sondern kannst du, wenn du möchtest, eine Salve abfeuern, ja. Und die ersten, das würde ich auch. Und die ersten drei Schüsse des Revolvers treffen das Vieh, ja. Eine in die linke Schulter, zwei in die Brust, ja. Das Ding, was es von der Brust, was ist der zweite Schuss in die Brust, ist so stark, ja, dass das Vieh rückwärts, kopfüber, wieder durchs Fenster rausfällt und du hörst, wie es runterfällt. Das ist aber jetzt kein Garant dafür, ja, dass diese Situation erledigt ist, weil du hast ihn auf jeden Fall, du bist dir sicher, dass der Kopf nicht abgetrennt wurde, falls das irgendwas für dich bedeutet. Nur, dass du Bescheid weißt. Das gibt euch jetzt eine zusätzliche Runde, eine Handlung zu übernehmen. Was möchtet ihr tun? Rieke ist wieder dran. Ja, ich würde jetzt die... Beide schreien, bitte holen Sie uns raus! Ich bin jetzt bei der 1 gerade. Das heißt, ich nehme jetzt die 1, schließe die 1 auf, rufe Andrea zu, bewacht das Fenster, wenn das Vieh wieder reinkommt, schieß sofort. Der Oberkörper reicht nicht. Letztes Mal, ich habe schon eins davon getötet. Geh auf den Kopf. Und würde währenddessen halt zur 8 rennen und die 8 aufschließen. Und der Typ flitzt hoffentlich weg in der Zeit. Du schließt die 1 auf. Ja, was direkt passiert sozusagen in dieser Runde ist, du schließt die 1 auf, er reißt die Tür mit auf und bleibt direkt hinter dir und läuft hinter dir sozusagen her. Während du zur 8 rennst, ja, Simone, du bist natürlich fokussiert, stehst mit der Knarre und zielst auf das Fenster, siehst du, wie das Vieh direkt wieder durch das Fenster rausgesprungen kommt, was dir nochmal die Möglichkeit geben kann, um zu schießen. Würde ich auch direkt machen. Sobald ich das sehe, würde ich wieder drauf schießen. Ja, dann mach mal einen... Ich würde versuchen, den Kopf zu treffen, aber... Du würdest versuchen, den Kopf zu treffen. Das ist mindestens, weil es ein Extrem hat, also ist es auf sehr schwer gesetzt, weil das Vieh sich unglaublich schnell bewegt und aus nichts sozusagen für dich kommt. Du weißt zwar ungefähr das Areal, ja, aber es kommt erstmal auf nichts und bewegt sich. Also das, ich möchte nur sagen, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, ich möchte den Kopf treffen. Ja, also ich würde drauf schießen und mit der Ansage schon versuchen, den Kopf zu treffen, aber ja, gut. Ne? Ich würfel jetzt gegen Dodge, ja, weil sie jetzt weiß, dass es beschossen wurde, weiß es jetzt, dass hier sozusagen eine andere Form Gefahr ist. Das heißt, es würde wahrscheinlich jetzt auch, jetzt kriegt es einen Dodge-Wurf. Das hat es vorhin nicht gekriegt, sagen wir es mal so. Also Dodge wirfst du ja vorher, ne, beim Feuerkampf. Ja. Ich bin fertig. Ich würde einfach draufschießen, ja, wenn es im Fenster erscheint. Okay, es erscheint im Fenster, ja, und springt, aber anstatt einfach reinzukommen, ja, springt es links oben an die Ecke, du triffst es sogar, ja, du schießt und triffst es sogar, triffst aber nur den Arm, was, und es hängt jetzt halb sozusagen in der Decke und guckt rüber. Jetzt ist es bei euch beiden soweit angekommen. Es sitzt in der Ecke und es hat in der nächsten Runde, hat es einen Angriff, ja, das erkennt ihr auch. Nimmst du deine Runde, um die Tür aufzuschließen von der 8? Oder nimmst du deine Runde, um rechts, also nicht links sozusagen in die Tür zu rennen, um sie aufzuschließen, sondern oder rennst du rechts in den Flur hinein? Rieke. Ich schließe auf. Du schließt auf. Simone, was tust du?
Also erstmal, ich hatte ja eben noch gar keinen Wurf, um das Viech zu treffen. Ach so. Es hätte ja sein können, dass ich den Zombie in den Kopf getroffen hätte. Ja, du kannst den Wurf machen, Entschuldigung, natürlich. Oh. Pow, pow. Ja. Offensichtlich nicht, aber habe ich jetzt dann noch eine Runde? Sind wir jetzt quasi in der nächsten Runde? Es ist jetzt schon, halt genau, es ist jetzt die nächste Runde und du hast noch 2 Schuss. Also eine Salve noch. Ich höre dich nicht mehr. Dann würde ich jetzt tief durchatmen, ja, zielen und versuchen, es in den Kopf zu schießen. Ich habe einen Dodge-Wurf gemacht. Der war gut. Also hat er Disadvantage. Julian hat Disadvantage auf seinen Wurf. Okay, na dann würfel ich mal. Ein Success, mein. Getroffen. Ja, es ist ein Success mit 57. Mhm, okay, getroffen. Aber wahrscheinlich nicht genug für den Kopf. Nicht genug für den Kopf. Es trifft im Halsbereich, ja. Das Ding fällt von der Decke. Es kann sich nicht mehr festhalten und es fällt von der Decke, ja. Und es wird einen Moment brauchen. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Was macht ihr? Es ist eine neue Runde. Ich würde natürlich zu den beiden Leuten sagen, lauf die Treppe los. Los. Kann man die Tür dazu machen zu der Treppe? Hinter euch ist eine Tür, ja. Ja, dann würde ich sagen, Andrea, komm weg. Und dann würde ich halt gucken, dass wir halt gehst die Treppe du, gehst du vor und lässt die Leute hinter dir laufen oder hältst du die Tür auf? Ich würde die Leute vorschicken, dass sie halt vor uns nach unten laufen, würde meine Waffe ziehen. Ich ja. würde halt zu Andrea auch sagen, lauf, ich decke und würde als letztes gehen und die Tür dann zumachen. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen, ich würde sofort lossprinten, wenn du das sagst, ja. Und könnte sein, dass ich dann sogar als erster die Treppe runterstürze, weil ich weg will von diesem Viech. Okay, ihr sprintet, ich gebe ihnen jetzt Namen, weil sie heißen auch so, ja. Es sind Samir und Anne, ja. Samir und Anne stürmen, ohne, sie lassen sich nicht zweimal sagen, stürmen diese Treppe runter, ja. Simone und Luna hinterher, ja. Und du reißt diese Tür zu, ja. In dem Moment, wo du diese Tür zureißt, greift ein Arm schon durch, will dich packen, schafft es aber nicht, ja. Es ist aber hat nur vorne eine Glasscheibe, es kommt da nicht durch. Du schließt es sozusagen mit dem Riegel zu und ihr rennt runter, ja. Jetzt ist die Frage, ihr seid unten in dem Hauptgebäude. Möchtet ihr ins Trainingsgebäude, /Archiv rennen? Möchtet ihr rausrennen zu einem der Autos? Oder was ist euer Plan? Oder möchtet ihr zurück zum Jeep, der direkt vor der Tür steht? Also der Plan ist ja nach wie vor, also ich will natürlich auch die Haupttür zumachen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie intelligent das Vieh ist. Das wisst ihr nicht, das werdet ihr wohl noch herausfinden. Aber viel Zeit zum Nachdenken ist nicht. Nee, also ich würde sagen, also Haupttür auf jeden Fall aufzumachen, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, wir springen erstmal in dein Jeep und fahren bis zum Hauptgebäude, also bis zu dem Archivgebäude. Das wäre jetzt mein Plan erstmal. Ich dabei, ich greife auch. Also ihr seid hier, ja? Ihr seid hier und könnt ins Auto steigen. Jo, machen wir das. Und damit wollt ihr dahin fahren? Ja. Also wir sprechen von 15 Metern, ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. 15 bis 20 Meter. Sicher ist sicher. Ja, würde ich aber auch mal sagen. Okay. Auf jeden Fall, als du den Motor bewegst und dich in die Richtung des Ding fährst, schreien dich die beiden anderen an und meinen so, warum fahren wir nicht vom Gelände? Warum fahren wir nicht weg? Weil wir Ausrüstung brauchen. Ich würde in dem Moment, wo du sagst, weil wir Ausrüstung brauchen, reißt hinten der gute Samir die Tür auf und will aussteigen. Okay, warte mal, ganz kurz noch mal eine Rückfrage. Ich habe ja in meinem Dienstwagen habe ich ja Waffen und schutzsichere Westen, aber die sind auch da im Archiv, ne? Da können wir uns auch damit ausrüsten. Das heißt, ich habe in meinem Dienstwagen nichts, was ich nicht auch woanders bekommen würde. Richtig? In deinem Dienstwagen ist. Also alles, was im Archiv ist, ist auch in. Also nee, alles, was in deinem Wagen ist, ist auch im Archiv. So. So theoretisch. Also, okay. Ne? Also theoretisch. Also in deinem Wagen sind 2 schusssichere Westen, also Projektilwesten, ja. Ein Helm, 2 Schlagstöcke und unter dem Sitz eine MP5 mit Munition. Das ist in deinem Auto drin. Okay,
Dann würde ich ihm meine Autoschlüssel zuwerfen für meinen Dienstwagen und sagen, der Wagen ganz links hinten. Pass auf dich auf. Du gibst ihm die Autoschlüssel. Ach, gut so. Lass ihn gehen, lass ihn gehen. Ja, ich gebe ihm die Autoschlüssel für meinen Dienstwagen, weil wir wollen ja eh das andere Fahrzeug und wir können uns mal hier ausrüsten. Okay, ja, gut. Er sagt okay, ja. Nimmt die Autoschlüssel, ja, nimmt die Autoschlüssel. Er guckt Anne an und sagt, willst du mitkommen? Willst du mitkommen oder willst du bei denen bleiben und hier noch irgendwas holen aus dem Archiv? Möchtet ihr auf sie einreden? Ich würde sagen, also, was auch immer du tust, entscheide dich schnell. Gut, er ist ja schon draußen, ja, er steigt schon in dieses Auto sozusagen halb ein und sagt, komm mit. Und einen Augenblick. Die sind gleich tot, ich seh's schon. Auf jeden Fall rennt sie dann los von eurem Auto. Ja. Sie rennt von eurem... Ja? Ich hab gerade überlegt, ob ich doch versuche, was zu sagen. Ich sag, bleib hier, der weiß nicht, was er tut. Ja, du musst auch an dein Baby denken. Okay, als du das Baby erwähnst, ja, bleibt sie kurz zurück. Sie bleibt kurz zurück, ja, und in dem Augenblick, wo sie selber noch überlegt, wird ihr die Entscheidung auch abgenommen, weil das Vieh, was ihr oben eingesperrt hat, springt gerade aus der Scheibe aus dem höheren Stock hier auf den Hof und steht jetzt hinter eurem Wagen. Samir steigt ins Auto und fährt einfach durch dieses Gitter durch. Er haut einfach ab. Was macht ihr? Rückwärtsgang, Vollgas. Wohin? Er wartet, bis sie wieder reingeht. Ja, auf den Zombie, der hinter dem Auto steht. Das... Mach mal einen Driving Skill. 42, geschafft. Geschafft, du überfährst es. Rückwärts, es konnte nicht ausweichen. Du triffst es, du überfährst es. Aber es hat nicht genug Schaden gemacht, weil während du drüber fährst, hast du es irgendwann vor dir. Also das heißt, euer Auto steht jetzt hier. Das Vieh liegt hier, ja. Und während du drüber fährst, verrenkt es sich und dreht es sich wieder und richtet sich wieder auf. Alter, was ist denn das? Fahr doch mal drüber. Ja, ich würde auch direkt mehrmals drüber fahren, ja. In der Hoffnung, dass das jeweils irgendwie eine Sekunde braucht, um aufzustehen. Ja. Mhm. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang und immer rüber. Du fährst immer wieder rüber, ja. Du fährst rüber. Und es kreischt. Dieses Vieh. Bis es irgendwann aufhört. Und macht mal alle bitte einen Spot-Hidden-Wurf. Oh Mann, ich hab einen Extreme-Success. Einen kleinen Blick. Das ist mit einer 69 natürlich nicht geschafft. Ich habe eine 11 zu 75. Ein kleiner Blick. Wo ist der da? Das ist ein bisschen... Ich stelle mir ein bisschen den Wendigo von Until Dawn vor. Muss ich so, kannst, so ähnlich kannst du es dir vorstellen, ja. Oh Mann! So, eure Sandra Berger hat es auf jeden Fall geschafft, ja. Der gute Simone nicht. Die gute Anne Smith, wie sie heißt, hat es geschafft, ja. Und du siehst nichts, aber du siehst, wie die beiden Damen mit dem Finger, während du mit dem Jeep rüber und drüber gefahren bist, ja, zeigen auf das Dach des Archivs. Und da sitzen jetzt zwei dieser Viecher drauf und betrachten das. Und du siehst, dass... beides Uniformträger sind und du kannst sogar sehen, das eine ist die Direktionsleitung, die Nachtschicht hatte und der andere Dude ist der Typ, der sich so doll über deine Buletten vorhin gefreut hat. Oh, aber warum sind das denn so viele von denen? Oh. Und die kreischen halt so, als würde es ihnen nicht gefallen, dass ihr gerade mehrfach ihren Buddy überfahren habt. Ihr, irgendwie diese Art von Zombie haben eine andere Art miteinander umzugehen als die anderen Zombies. Ne? Also die anderen sind so ein bisschen komplett ohne Intelligenz, die haben so ein bisschen mehr Instinkt. Ja, ist also Anne ist wieder im Auto, richtig? Anne ist im Auto geblieben, ja.
Die Anmerkung des Babys hat sie dazu, sagen wir es mal so, hättet ihr nichts gesagt, wäre sie ausgestiegen und während sie ausgestiegen wäre, wäre sie von dem Dude direkt, von dem Vieh direkt angefallen worden. Okay, also ich würde sagen, fahr zu dem gepanzerten Fahrzeug. In Ordnung, ich drück drauf aufs Gas. Und bleibst hier stehen. Das ist hier der erste Wagen, das ist der mit dem Wasserwerfer vorne drauf. Okay, so weit, so gut. Die Viecher bleiben hier oben stehen, die beobachten das Ganze. Sie haben anscheinend genug Geduld, dass sie gucken, was ihr macht. Wieso? Oh Gott, ey, die sind auch noch intelligent. Das ist gar nicht, das war in The Walking Dead nicht so. Nein, das war bei The Walking Dead nicht so. Welcome to Berlin Fallen. Netflix und Chill hat mich hierauf nicht vorbereitet. Ja. Nein, nicht. Aber jetzt müsst ihr die Entscheidung treffen. Also geht ihr, wollt ihr rein flüchten in das Gebäude, um euch noch auszurüsten und gegen zwei dieser Viecher kämpfen? Oder möchtet ihr jetzt die Transition machen ins Auto? So, Kacke. Okay, wir haben gesehen, die Dinger können durch Fenster durchspringen. Ich würde... Ja, also die, ja. Aber, also ist in dem gepanzerten Fahrzeug Ausrüstung drin? Wahrscheinlich schon, oder? In dem gepanzerten Fahrzeug ist auch Ausrüstung drin, ja. Ja, dann fuck it, lass einfach in das gepanzerte Fahrzeug. Durch diese Scheiben kommen sie nicht, weil die sind vergittert, die Scheiben, ne, von diesen Sixern. Okay. Dann würde ich sagen, parkst du hier, damit die Seitentür aufgemacht werden kann, ja? Also du machst düt, ja? Und ich brauche mal von jedem einen... Ihr greift ja wahrscheinlich alle noch Sachen. Richtig? Ja, genau. Du greifst nach deinen persönlichen Sachen. Du greifst nach Luna und deiner Tasche. Und die Schwangere ist halt schwanger. Ich würde sagen, das ist fair, wenn man von jedem von euch einen Athletic-Wurf abfordert. Um mal zu gucken, wie smooth ihr in dieses Auto einsteigen könnt. Mit den 7 Sachen, die ihr dabei habt. Ich will sogar noch meinen Werkzeugkasten aus dem Kofferraum mitnehmen. Du steigst aus dem Auto aus, gehst an den Kofferraum. Obwohl diese beiden Viecher da oben auf dem Dach stehen und euch beobachten? Kann man vom Rücksitz in den Kofferraum greifen, ist die Frage. Ah, also man kann vom Rücksitz in den Kofferraum greifen. Idee, ja. Das ist ein Jeep. Man kann vom Rücksitz in den Kofferraum greifen, ja. Also ein Athletic-Wurf, damit ihr es ins andere Auto schafft, ja. Ansonsten droppt ihr entweder was oder stolpert. 17 zu 60. Hard Success. Simon. Ich habe meinen nicht geschafft. So, also du merkst, dass du beim Einsteigen, ja, abrutscht und nach was greifen musst. Lässt du den Werkzeugkasten los? Die Tasche hast du umgehangen, aber lässt du den Werkzeugkasten los oder lässt du die Leine von Luna los? Lässt natürlich den Werkzeugkasten los. Du lässt den Werkzeugkasten los. Der Werkzeugkasten fällt auf den Boden und geht auf, ja. So, ich möchte einmal kurz... Das wird so schlimm, bis ich erst am Anfang. Ach, so schlimm wird schon nicht. Nein. Es ist ein Hard Success. Anne schafft es mit einem Satz, die Schwangere schafft es mit einem Satz rüber ins Auto. So, möchtest du noch eine zweite? Also das Ding ist, während du das Ding hast fallen lassen, wirfst du einen Blick nach oben. Und du siehst beide nicht mehr auf dem Dach. Möchtest du nachgreifen mit einem Athletics-Wurf, um dich wieder ins Auto zu ziehen? Also es vergeht eine volle Runde, ja. Oder bleibst du im Auto sozusagen, ziehst die Tür zu und ihr fahrt einfach weg? Ich würde sagen, Sandra, beschütze mich, ich brauche diese Werkzeuge. Und würde nachgreifen. Ja, was soll ich machen? Ich ziehe meine Waffe und halte Ausschau. Irgendwie eine Bewegung war. Kannst du eine Bewegung kommen, dass ich... Mach mal einen Athletics-Wurf, ob du das Ding einfach greifen kannst und mit ins Auto ziehen kannst. Weil wenn nicht, musst du aussteigen, um es einzusammeln. Oh Gott. Geschafft. 24. Hard Success. Okay, du ziehst das Ding wieder rein, ja? Du ziehst nach dem Ding die Tür direkt zu und links und rechts schlagen schon die ersten Fäuste gegen das Auto, ja? Und sie rütteln an diesem Auto und
Sandra, du gibst einfach nur noch Gas, ja, reißt das eine Ding noch mit, ja, und stößt gegen hier, gegen die Wand, ja, gegen ein anderes Auto. Dabei fällt einer der Zombies ab und du fährst einfach raus und ihr ballert einfach erstmal die Straße runter, einfach weg, und du machst die Scheinwerfer aus, du machst das Blaulicht aus, damit ihr nicht weiter verfolgt werdet. Ja, und ihr habt dieses Szenario überlebt. Und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wir sind auch am Ende dieser Sitzung angekommen. Und war es denn ein bisschen spannend für euch? Ja, würdet ihr nochmal andere Entscheidungen treffen, wenn ihr jetzt nochmal die Situation machen dürftet? Ich finde, lief doch super. Ich fand auch, das lief ganz gut und an den richtigen Stellen die richtigen Würfe gesetzt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, Rieke, vielen, vielen Dank, Julian, fürs Spielen, ja. Ich hoffe, liebe Zuschauer, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Wenn ja, dann liked doch bitte dieses Video. Und wenn ihr kein Content mehr verpassen möchtet, wenn ihr wissen wollt, was Sandra Berger und Simone Giordano, ja, als nächstes sozusagen vorhaben mit der schwangeren Anne Smith im Gepäck, dann bleibt einfach dran und den Channel auf jeden Fall abonnieren. Wir wissen, dass ihr zuschaut, ohne den Channel zu abonnieren. Das sollte so nicht sein. Also abonniert es, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Episode von Let's Play Pen and Paper Berlin Fallen. Bis dahin, bleibt gesund und cheers! Cheers! Bis dann!